Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Heute sprechen wir über MQTT. Das ist ein Nachrichtenprotokoll für die Kommunikation zwischen Machine to Machine. Wie das Ganze funktioniert und aufgebaut ist, sehen wir uns heute an. Es ist sehr einfach und jeder kann das. Das Message Queuing Telemetry Transport, kurz MQTT, ist ein offenes Nachrichtenprotokoll für Machine-to-Machine-Kommunikation. Seit 2013 ist das Protokoll für die Internet der Dinge, IoT, standardisiert und die derzeitige Version ist 5.0. Ein sehr großer Vorteil von MQTT ist, dass es ein sehr einfaches und leichtgewichtiges Protokoll ist, das sehr wenig Bandbreite benötigt und sich hervorragend für unsere kleinen Mikroprozessor eignet. Aber wie ist so ein MQTT-Netzwerk aufgebaut? Zuerst benötigen wir einen Broker. Der Broker ist sozusagen die Poststelle, an dem alle Nachrichten gesendet werden. Als Broker benutzen wir unseren Raspberry Pi mit der Software Mosquito. Wie man das aufsetzt, könnt ihr euch in einem anderen Video ansehen. Ich stelle euch den Link unten in der Beschreibung rein. Nehmen wir als Beispiel einen Temperatursensor, den wir auf unserem Balkon installiert haben. Dieser Sensor sendet jetzt die Temperaturdaten periodisch an unseren Broker. Dazu verwendet er das Topic Balkon-Temperatur. Als Nachrichteninhalt, also Payload, werden die 21 Grad C gesendet. Die Topics sind hierarchisch organisiert, also so in etwa wie euer Filesystem am Computer. Ihr müsst noch aufpassen, das Ganze ist case-sensitive, also Groß-Kleinschreibung beachten. Jetzt kann der Broker aber nicht nur Daten annehmen, sondern auch wieder weitersenden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf eurem Telefon die aktuelle Temperatur vom Balkon sehen wollt, müsst ihr das Topic Balkontemperatur abonnieren. Jedes Mal, wenn der Temperatursensor neue Daten sendet, bekommt ihr das automatisch auf eurem Telefon angezeigt, da ihr ja das Topic Temperatur vom Balkon abonniert habt. Möchte ich jetzt zum Beispiel einen Ventilator automatisch anlaufen lassen, wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist, so muss ich zuerst die Temperaturdaten beim Broker subscriben. Wenn ich die Temperaturdaten vom Broker übermittelt bekommen habe, kann ich sie auswerten und jetzt gegebenenfalls den Ventilator ein- oder ausschalten. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Nachrichten bestehen immer aus einem Topic und dem Nachrichteninhalt. Daten können nur gelesen werden, wenn man das zugehörige Topic abonniert hat. Aber wie werden jetzt die Daten übermittelt? Das können wir im QoS festlegen. Das bedeutet Quality of Service. Und es gibt drei Sicherheitsstufen. QoS der Stufe 0 garantiert lediglich, dass eine Nachricht höchstens einmal ankommt. Dass eine Nachricht überhaupt ankommt, garantiert QoS 0 nicht. Daher wird dieses Message Exchange Pattern auch Fire and Forget genannt. QoS 1 garantiert, dass eine Nachricht mindestens einmal beim Empfänger eintrifft. Eine Nachricht kann aber auch mehrmals beim Empfänger eintreffen. Bei einer Bestellung können Duplikate einer Nachricht zu einer mehrfachen Auslieferung führen. Anders sieht es bei Messwerten aus, da schaden Duplikate meistens nicht. Die höchste Stufe, QoS 2, garantiert, dass keine Nachricht verloren geht und dass keine Duplikate entstehen. Eine Nachricht kommt exakt einmal bei einem Empfänger an. Zweistufiger Bestätigungsablauf sorgt dafür, dass die Garantien eingehalten werden. Durch die zusätzlichen Nachrichten verzögert sich die Zustellung und wertvolle Bandbreite wird beansprucht. Direkt beim ersten Verbinden von einem Client zum Broker kann man drei Datenpakete mitsenden. Diese Börsennachricht wird gesendet, sobald sich der Client mit dem Broker verbunden hat. Die Testnachricht wird übermittelt, wenn man den Client ausschaltet oder vom Netz nimmt. Als letzten Status haben wir den Last Will and Testament. Das ist eine vorgegebene Nachricht, die übermittelt wird, sobald der Client vom Netz geht, zum Beispiel weil die Batterie leer ist oder weil das Netzwerk unterbrochen wird. Jetzt aber genug von der Theorie, jetzt gehen wir an unseren Rechner und schauen uns das Ganze mal in der Praxis an. Zum Testen benötigen wir die Gratis-Software MQTT FX. Den Download-Link findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Programm fertig installiert ist, gehen wir zuerst auf die Einstellungen. Bei Brokeradress geben wir unseren Namen vom Raspberry Pi ein oder auch die IP-Adresse. Der Brokerport ist 1883. Das Ganze bestätigen wir mit OK. Dann versuchen wir uns bei Connect mit unserem Broker zu verbinden. Als Beispiel nehme ich als Topic Home, Garden, Temperatur. Das war's fürs Erste mit dem NQTT-FX und wir wechseln zu Node-RED. Wir ziehen uns das Node MQTT vom Input raus und mit einem Doppelklick kommen wir auf die Einstellungen. Wir beginnen mit den Server-Einstellungen. Hier geben wir wieder unter Server unseren Raspberry Pi-Namen an und schauen, dass der Port auf 1883 steht. Danach geben wir das Topic ein, Home Garden Temperatur. Und den Quality of Service stellen wir auf 0, da wir ja keine kritische Anwendung haben. Als Output verwenden wir einen String, also eine Zeichenkette, und dann vergeben wir noch einen Namen, zum Beispiel Temperatur oder Temp. Dann ziehen wir uns das Node Debug raus, das finden wir unter Output und verbinden die zwei Nodes miteinander. Mit Deploy können wir das Ganze starten. Über dem MQTT FX werden wir jetzt versuchen, eine Temperatur zu publishen und im Node-RED wollen wir sie dann lesen. Wir schreiben 20C und gehen dann auf Publish. Sofort sehen wir, dass wir auch bei Node-RED das 20C als Nachricht bekommen haben. Ihr seht also, MQTT ist keine Hexerei und mit ein paar Grundlagen recht einfach anzuwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Edis TechLab.